Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Medieval Dynasty. Wir wollten jetzt am Felde etwas wirtschaften und dafür habe ich ja hier schon mal die Eisensense. Wie gesagt, die halten auch nicht lange, leider. Weil wir brauchen nämlich den Rocken. Ja, damit der Typ wieder noch was zu verkaufen hat und wir natürlich wieder Felder anpflanzen können. Wir müssen bloß aufpassen, dass er uns nicht allen Rocken verkauft. Das wäre auch schlecht. Weil ein bisschen was für die Felder brauchen wir ja auch noch. So, dann helfen wir den Leuten hier mal ein bisschen. Und da war sie auch kaputt. Also das könnten die auch mal anpassen, dass die viel länger halten. Das ist ja Blödsinn hier. Die halten ja null aus. So. Alles schön wegschnetzeln hier. Oh, ich muss niesen. Ah, gut, dass ich müde sah, bis schnell. Meine Güte. Hat bestimmt durch die Feldarbeit hier, es ist alles so staubig. Okay. Dann haben wir das Feld zumindest jetzt schon mal gleich. Ist doch eigentlich Rockenkorn haben, das ist doch alles Rocken hier gewesen. Da oben ist, glaube ich, auch noch mal Rocken. Ich habe, glaube ich, nur Rocken angepflanzt. Ach so, ne, wir müssen die auch noch knüppeln, wa? Das ist ja kein Wunder. Ah, das schafft ihr ganz gut alleine, glaube ich. Oder? Vielleicht mache ich hier noch ein bisschen mit. So ein bisschen kann ich auch noch mal machen. Ja, das ist alles Rocken. Ja, dann machen wir die Sense hier noch kaputt. Jetzt trage ich auch schon zu viel. Alles ja. Super. Super. Ich glaube, mit Sense kaputt machen ist nicht viel. Jetzt habe ich schon 9 da oben stehen. 10. Was ist denn jetzt? Irgendwas fehlt denn? Intensiv. Achso, nee, warte mal, wir müssen die klöppeln gehen schnell. Wenn wir einmal jetzt dabei sind, können wir ja gleich da hochgehen. Ah! Entschuldigung. So klein habe ich die gar nicht gesehen. Einmal eben dreschen. Wir müssen Rocken dreschen. Rockenkorn, 2100. Und ich bin voll. Oh nein. Oh nein, ich muss... Teufel. 42 Kilo. Stroh. Bist du doof? Warum habe ich so viel? Nein, ich will das doch rüber schaffen. Gegenstände sortieren, zum Reittier wechseln, Transfer zum Pferd. Du bist zu weit von deinem... Komm ran, Pferd. Doch nochmal bitte. Stroh. Du kannst ja zumindest mal so 60 Kilo, 70 Kilo tragen. Ich glaube, ich habe schon mal was transferiert zum Pferd. Das arme Ding
Ich glaube ja. Oder hat das. Nee, ich glaube, das waren die Löffel, ne? Aber die habe ich ja inzwischen wieder rausgenommen. Es tut mir leid, Pferd. Ich muss noch was loswerden. Wieso bin ich so schwer? So. Ich hoffe, du brichst nicht zusammen. Das ist fürchterlich. Wie kann man denn nur so voll sein? Ah, ich muss die Felder auch noch zuweisen. Eben. So, 2000 noch. Das ist ja schon krass. Eisen sind bla bla bla. Dein Pferd ist überlastet. Ach, das kann nicht kommen, weil es überlastet ist. Kann nicht mehr laufen. Ja, das ist ja schön. Und ein bisschen Stroh. Also wirklich. Die sind doch bloß 1050 Stroh. Warum? Wieso ist man dann so schwer? Das verstehe ich nicht. Nochmal 10 Kilo drauf. Kannst du dich nur noch bewegen, Pferd? Geringfügig. Aber es ist nicht mehr komplett überlastet, das ist gut. Dann schaffen wir eben mal das Stroh weg. So, dann hat das alles seine Richtigkeit. Dann passt das. Dann. Mein. Nein, das ist nicht mein Sohn. Dalimir ist hier. Ich wollte schon sagen, mein Sohn ist gewachsen. Dalimir, wie sieht's mal aus? Vater? Schau, was ich gefunden habe. Du sollst es haben. Was ist denn das? Stimmung 80%. Zuneigung 20%. Also das ist ziemlich wenig. Also Zustimmung meine ich, das ist jetzt 6. 6. Hallo. Wie geht's dir? Papa, ich habe Hunger. Im Kessel ist noch ein Topf. Aber den hat Mama gemacht. Und? Und der schmeckt komisch. Wie vergammeltes Obst. Hm, sie war aber wieder großzügig mit dem Wein. Was ist das? Nichts, nichts. Papa besorgt dir etwas zu essen. Was hättest du gerne? Kuchen. Das hätte ich mir denken können. Irgendeinen bestimmten? Einen gebackenen. Ein wahrer Feinschmecker. Kirschkuchen? Kirschkuchen, du kleine Ratte? Echt jetzt? Hättest du jetzt Obstkuchen gesagt? Dann wäre ja kein Problem gewesen, aber nein. Muss ja Kirschkuchen sein. Ah, besorgen wir den kleinen Mann mal eben Kirschkuchen. Du, alles für meine Kinder. Also, reit! Los geht's! Wir brauchen Kirschkuchen. Ich weiß, irgendjemand hatte hier Kirschkuchen. Ich bin mir sicher. Die Tante vom... Wo sind die alle hin? Hast du zufällig Kirschkuchen? Du hast gar keinen Kuchen, ne? Ja, nee, ist gut, alles gut. Selber. Halt! How can I help you? Nein.
Adelina, irgendeiner war das doch. Eine Frau auf jeden Fall. Hi. Hast du Kirschkuchen? Ich brauche nur einen einzigen Kirschkuchen. Bitte. Kirschkuchen. Mein Sohn kriegt Kirschkuchen. Habe ich selber gebacken. Ich schwöre. Ach, ich hab den nicht gekauft. Nein, nein, nein. So, Hühnerstall wartet dann auch noch. Wo ist mein Sohn? Da ist mein Sohnemann. Wie immer, der kraucht immer hier vorne rum. Der geht jetzt ins Haus. Bevor du schlafen gehst, hier kommt ein frischer Kuchen für meinen kleinen Jungen. Du bist der Beste. Zuneigung plus 5. Nein, du bist atemberaubend. Ach, gar nicht wahr. Ich hab gar nichts geraubt. Kleines Schleckermaul. So. Fetten Kirschkuchen, den futtert der jetzt bestimmt in deinem Bett. Weiß es genau. Alles, was da voll gekrümelt ist. Ah. Es ist anstrengend. Anstrengend. Wo machen wir denn? Apropos, machen. Machen ist gut. Ich brauche erst wieder eine Hütte, damit die Hühner auch da bewirtschaftet werden. Sonst können wir das nämlich knicken. Oh, weia. Oh, weia. Wir müssen arbeiten, Pferd. Es tut mir echt leid, aber wir müssen mal loken. Keine Zeit. Was soll ich denn sagen? Die senden wir erstmal wieder raus. So. Also irgendwas kann mit nicht damit stimmen mit den Hämmern hier, dass wir so viele Hämmer auf 18% haben. Das stimmt irgendwas nicht mit der Programmierung. Das kann nur ein Bug sein. Das kann nur ein Bug sein. Hier haben wir noch Ton. Keine Ahnung, wo ich den schon wieder her habe. Irgendwo geklaut. Beim Vorbeireiten. Und ich brauche, was habe ich gesagt? Ich brauche jetzt noch erstmal schnell Holzbarren. Holzbarren, genau. Hallo? Ich habe immer noch 565 Holzlöffel. Oh. Und das ist der Göffel. Ein besonderer Gegenstand. Es klingt dämlich. Und es sieht dämlich aus. Aber irgendwie macht es Sinn. Ein Göffel. Gabel und Löffel zusammen ergibt einen Göffel. Eisenhacke. Oh, 30 Eisenhämmer mit 18,7%. Das ist doch Blödsinn. Also, ich weiß nicht. Ich finde das Unsinn. Unsinn, Unsinn. Holzstämme. Kann ich da noch laufen? Ja. 70 müssten eventuell sogar auch reichen. Dann brauchen wir Stein. Oh, Eisenerz ist jetzt 82 Stück da. Müsste nur mal verbraucht werden. Federn. Ich habe massig Federn. Wenn ich Pfeile daraus mache, kann ich die auch gut verkaufen. Ja. Ja, ist aber gut. Met habe ich auch schon einiges. Boah, 6000 Münzen. Gib ran. Aber wir sind bald reich hier. 26.000. Also, wir zählen eigentlich in diesem Jahrhundert schon als sehr reicher Bürger. Mit dem Geld. Ich habe es gerade mal so ein bisschen so durchgeguckt, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Entschuldigung. 65 Stück müssen erstmal reichen. Wir brauchen Platz, um die Hütte irgendwo hinzustellen.
Die werden wir auch wieder da hinten hinstellen müssen, leider. Ich habe sonst keinen Platz mehr. Da oben vielleicht noch. Wenn es hinpasst, können wir auch da oben was hinstellen. Hier, so hätte ich gesagt. Hier fehlt ja auch sowieso noch mal so ein Hütchen. Wenn ich hier ein Hütchen hinbauen will, ist es viel zu schräg. Das ist eben leider das Problem, was wir haben. Es ist viel zu schräg, deswegen steht hier auch nichts. Da fehlt, da stört der Baum. Steht überall ein Baum. Die Hütten sind leider auch ziemlich groß, die ich hier mal hinbauen will. Naja, aber solange das ja alles noch hinpasst, kommst du. Huch. Gut, dann hacken wir die erstmal weg. Ja, Pferd, ich weiß das. Oh, jetzt habe ich wieder keine Schaufel dabei, war. Mist. Das ärgert mich hier natürlich jetzt schon leicht. Du bist gleich leider überladen. Das weiß ich wohl. Ah, nein, noch, ja, noch geht's. Aber ich bin ja immer noch voll. Aber ich muss mir leider die blöde Schaufel holen. Ich habe nämlich keine mit. Aber ich war ja schon so vorausschauend und habe das rausgelegt. Aber ich brauche die Schaufel. So, die brauche ich nicht. Schaufel, 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 Schaufel. Auch eine Schaufel. Haben wir noch eine Schaufel? Ist irgendwo unten. Hier. Eine Holzschaufel reicht mir. Ja, ich laufe schräg, weil ich dann viel schneller bin. Oh, aber ich sehe auch nichts, wenn vor mir ein Baum ist. Und ich könnte mal was essen eben. So. Sehr, sehr gut. Holzschaufel. Legen wir uns mal wieder auf die 3. Lop. Und lup. Eventuell reicht das schon mit dem Platz. Aber ich glaube, der stört hier leider auch noch. Das wird nicht reichen. Ja, du musst jetzt aufpassen. Oh. Ja, gut. Okay.
Fundament ist schon mal fertig. Ist mir auch noch die Fackel kaputt gegangen. Ich habe das Stroh alles rausgepackt. Ja gut. Durch die Blaupause sieht man ja auch noch einiges hier. Jetzt nicht mehr so, weil ich mich verdrückt habe. So, das ist ein Fenster. Das ist wieder eine Tür. Hier ist nochmal ein Fenster. Eine Wand. Hier kommt auch bloß eine Wand. Wand. Das hier. Auch eine Wand. Fenster. Wand. 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 Dann. Rieddach. Ja, nochmal. Hier oben aus Stein und hier aus Stein. Und dann haben wir soweit das fertig. Nochmal, ich kann ja mal ein bisschen steinlos werden, sonst bin ich immer so voll hier. So, so, so. Erstmal alles reingeklüppelt. Macht er, er sucht nach einem Trüffelschwein. Das ist ja schön. Die Besten sind immer schon vergeben. Guck mal, die kommen jetzt erst nach Hause, war von oben. Von der Mine. So, dann hier noch einen rein und dort noch mal einen rein. Dann kriegst du hier oben noch einen. Einer hier. Einer da. Einer da. Und noch einen hier. Oben ist fertig. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt bloß noch die Bretter und noch Steine. Bretter und Steine. Es ist leider ein bisschen dunkel, das tut mir so leid. Bretter, Steine. Da werden wir herstellen müssen. Holzstämme werden auch langsam weniger.
So. Wir brauchen insgesamt, glaube ich, 80, wa? Oder ist das... War das pro Dach 20? Brauchen wir 80. Wir haben jetzt 64. Aber 80 brauchen wir. Wir brauchen ja eh noch. Was mache ich denn? Dann kriegen wir nochmal 20. Gerechnet? Ich weiß es gerade nicht. Wenn ich 20 von den Dingern brauche, brauche ich denn überhaupt 20? Jetzt 12. Aber dann... Ach, dann hatte ich jetzt 68? Ich glaube nicht, du. 64, ich habe mich verrechnet. Oh. Traumhaft. Mann. Nehme ich aber die beiden mal hier raus. Quatsch. Zwei wären es gewesen, wenn ich einen Holzstamm genommen hätte. So. Bretter haben wir. Jetzt brauchen wir immer noch... Stein. Genau, ich habe Stein gesucht im Kopf. Stein haben wir jede Menge. Aber da habe ich die Ressourcen-Dings auch schon runtergedreht tatsächlich. Also nehmen wir 60 mit, das müsste reichen. Komm, hoppla. Ganz schön schwer. Du hast ganz schön zu buckeln, du. Und ich renne schon. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Das hoffe ich. Aber so viele Steine hätte ich mir gar nicht mitnehmen brauchen hier. Aber lieber zu viel als zu wenig, sonst wäre ich wieder gelaufen. Und wirklich Lust darauf habe ich nicht, da wieder hinzulaufen. So, so, so. Und Bretter brauche ich jetzt noch. Ich suche die Tür. Also ich sehe selber nicht viel. Das ist leider jetzt gerade so. Stein. Schmeiße ich den mal jetzt hier rein. Nehme dir aber die Bretter wieder raus. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet, ey. Oh, müssten 20 sein. Ja. War richtig. Halt am längsten hier, ne? Diese Dächer. Oh. Ich hätte vielleicht mal in Geschwindigkeit reinleveln sollen hier. Aber ich steige auch nicht mehr auf, ne? Ewig nicht mehr aufgestiegen. Weil, weiß ich nicht, kann ich nicht mehr aufsteigen oder was? Habe ich das Aufsteigelimit erreicht?
Wäre aber schon merkwürdig. Weil so oft aufgestiegen bin ich nur auch nicht. Fertigkeiten. Weil guck mal, ich habe hier noch massig Punkte zu vergeben. Wann steige ich denn mal wieder auf? Das ist für Gewinnung, Produktion, Diplomatie, ist immer, wenn ich was verkaufe. Landwirtschaft. Ich weiß halt nicht, wann ich wieder aufsteige. Level erhöhen. Ich steige halt nirgendwo mehr auf. 945 hier könnte man vielleicht noch aufsteigen. Diplomatie. Hier aber wahrscheinlich auch nicht mehr, oder was? Das sehe ich hier. 752 von 1200 noch beim Jagen. Könnte ich auch noch mal aufsteigen. Hier bei Gewinnung könnte ich auch noch aufsteigen. Aber sonst... Aber warte mal. Ich habe gerade was gelesen. Lehre, ab wann? Du kannst junge Erwachsene in Produktionsstätten die Lehre schicken. Hier werden sie in den Meistern genau zusehen und sie bei der Arbeit unterstützen. Dies wird ihre Fertigkeiten verbessern und sie auf ihre zukünftige Arbeit im Dorf vorbereiten. Die Fertigkeiten von Lehrlingen verbessern sich halb so schnell wie die von der Erwachsenen und sie tragen noch nicht zur Produktion bei. Damit ein junger Erwachsener eine Lehrstelle in einem Arbeitsgebäude beginnen kann, muss dort mindestens ein Erwachsener beschäftigt sein. Ja, schade, es steht aber leider nicht da, wie alt sie sein müssen. Das Alter. Kleinkind, Kind, junger Erwachsener, 14 bis 18 Jahre. Wahrscheinlich ab 14 Jahre. Können die in die Lehre gehen. Und ab 18 dann erst in die Arbeit. Im Kreis bist du mit 55. Ich denke, dass dies auch bedeutet, dass manche für die Geschichten entscheidende Charaktere sterben könnten, bevor du das Ende ihrer Geschichte erreicht hast. Ja. Ich hoffe, hier stirbt gar keiner. So. Gut, wir machen mal den Rest jetzt noch fertig. Boah, das ist ein Licht. Sieht ja irgendwie schön aus. Für was wollte ich die nochmal einsetzen, die Bewohner hier? Für irgendwas. Aber Platz haben wir mehr als genug, glaube ich. Da werde ich gleich hier auch nochmal beginnen, die nächste Hütte mit hinzubauen. Und hier hinten müssen ja auch noch Hütten hin. Dann kommt hier noch der Weg mal lang. Und dann setzen wir hier noch eine schöne Hütte hin. Aber ich muss immer gucken, dass auf jeden Fall ein paar Bäumchen hier stehen bleiben. So wie hier. Es soll auf keinen Fall so kahl sein. Und wir müssen bald mal Laternen aufstellen. Dringlichst. Aber ich sag erstmal jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann besorgen wir uns zwei weitere Dorfbewohner für die Hütte hier. Und dann bauen wir vielleicht nochmal zwei andere Hütten hier hinten hin. Und dann haben wir eben tatsächlich wieder erstmal 6 Leute, die wir unterbringen können überall. Ein bisschen verteilen können. Weil brauchen wir auch, wie gesagt, es sind einige schwanger, es fallen jetzt wieder einige aus. Ja. Ja, ist halt so. Aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Aufnahme. Weiß es jetzt noch nicht. Mal sehen, ob ich noch weiter aufnehme. Mal gucken. Dankeschön und auf Wiedersehen. Bye, bye.